Hallo, ich bin François-Xavier Roth und ich bin Dirigent des Kürzenischen Orchesters Köln. Heute spielen wir für euch ein Stück von Gustav Mahler, Adagietto von seiner 5. Sinfonie. Fünfte Sinfonie von Gustav Mahler. Wir sind in 1904 und Gustav Mahler dirigiert welche Orchester? Das Kürzenische Orchester Köln. Natürlich nicht die Spieler, die heute spielen diese Sinfonie, aber die Kollegen damals. Und es war ein riesiger Erfolg, 1904. Der Mahler hat eine riesige Sinfonie komponiert, 5 Sätze. Jeder Satz ist mit vielen Schlagzeugern, Blechinstrumenten, Holzbläser, großer Schwung. Das Orchester klingt manchmal so groß. Und dann plötzlich dieser 4. Satz. Nur die Streicher mit einer Harfe. Ein total großer Kontrast, natürlich in Musik. Und diese Adagietto, es ist auch wie etwas, ein Maler kann eine Farbe entscheiden. Und zum Beispiel der Gustav Mahler, er trifft diese Entscheidung F-Dur. Das ist eine sehr besondere Tonart in Musik, eine Tonart für Pastoral oder Idyll. Hören wir diese Harmonie. Diese Tonart F-Dur. Wir sind in 1904. Wie kann es sein, dass ein Komponist wie Mahler in F-Dur komponiert? Aber das ist ein Mirakel, diese Adagietto. Und in dieser Farbe, in dieser Stimmung, er erfindet eine Melodie. Aber das ist keine große Melodie mit viel Leidenschaft. Das ist fast eine Improvisation, fast eine anekdotische Musik. Hören wir die erste Geige. Was für eine Melodie, so schüchtern, so besonders. Und wir haben gemerkt, das ist keine revolutionäre Musik. Es klingt sehr klassisch. Und Mahler inszeniert diese Melodie, inszeniert diese Musik. Das ist zu tun hier mit rhythmischer Figur.
Die Harfe und die Kontrabässe spielen diese Figur. Diese rhythmische Figur erwarten wir nicht, dass in dieser Musik normalerweise ein Begleiten ist. Und jetzt der Maler, er schreibt drei Noten, zwei, eine lange Note. Und unsere Perspektive von dieser Musik ist total anders, dank dieser rhythmischen Figur. Es ist wie eine alte Erinnerung oder etwas, wir denken, wir haben schon erlebt. Also hören wir jetzt diese drei Elemente: Harmonie, rhythmische Figur und diese Melodie. Und genau in dieses Drama bringt der Maler seine Musik. Etwas total anders als diese erste Stimmung, diese Melancholie. Jetzt sind wir fast im Wasser mit so einem Fluss, Wellen, die spielen die ganze Tiefstreicher. Gleichzeitig spielen die erste Geigen mit dieser Harmonie eine neue Melodie. Und der Gustav Mahler war ein großer Dirigent. Er könnte beschreiben, genau mit ein paar Wörtern, was er wollte genau. Was schreibt er hier? Mit großer Ton muss man diese Melodie spielen. Nach dieser dramatischen Musik, Mahler erbaut allmählich einen Übergang und sind wir wieder in diese erste Melodie, diese erste Musik. Dieses Mal wie eine Hypnose macht er. Er baut eine Musik nur mit einer Note. Und diese Note spielen die Celli, zweite Geigen, Bratschen, erste Geigen, wie ein Stereo von nur einer Note, C. Und diese C hypnotisiert uns total. Wir können danach fast nicht mehr atmen. Thank you.
Und am Ende dieses Satzes baut der Komponist eine riesige Crescendo. Das Orchester spielt lauter und lauter nach diesen so weichen Momenten. Und diese Crescendo bringt so eine Freude, aber eine Freude immer mit Melancholie mit Gustav Mahler. Ist es nicht eine direkt oder naive Freude? Gibt es viele Dunkel in diese Ende? Hören wir, wie er macht diese Ende von Adagietto. Ein guter Freund von Gustav Mahler, der Dirigent Mengelbert, sehr berühmt, der war Chefdirigent in Amsterdam, Concertgebouw, hat einmal erzählt, vielleicht diese Adagietto ist ein Liebesbrief von Gustav an seine Frau Alma. Wie ich dich liebe, du meine Sonne. Hören wir diese ganze Adagietto von Gustav Mahler. Thank you.